Christoph, hier liegen noch die Toten. Was passiert eigentlich, wenn ich tot bin? Also wenn du tot bist und ich und all die anderen auch, dann hören wir auf zu atmen und unser Körper, der verändert sich. Und dann? Naja, und nach einer gewissen Zeit verwest unser Körper und irgendwann wird das dann alles zu Erde werden. So wie Blumenerde für die Sonnenblumen? Ja. Wie Blumenerde für die Sonnenblumen, so ungefähr. Mama hat gesagt, wenn ich sterbe, komme ich zu Gott. Und meine Opa und meine Oma auch. Ich baue mir dann einen Sprungschanze und fliege hoch in den Himmel zu Gott. Ha, das ist eine lustige Vorstellung, eine Sprungschanze und zu Gott. Naja, wer weiß. Aber was ich glaube, ist wirklich auch das, was deine Mama glaubt, dass wir dann bei Gott sind. Weißt du was, Nelly? In der Bibel, da wird davon erzählt, wo wir dann sind, wenn wir gestorben sind. Nun habe ich keine Bibel hier einstecken, aber ich weiß, wo eine ist, nämlich hier in der Kirche. Wollen wir da mal hingehen und mal in der Bibel nachlesen, was da steht? Ja. Na dann, komm, wir machen das. Du Nelly, ich habe in der Kirche zwei Bibeln wirklich gefunden. Die eine ist für die Erwachsenen und die andere ist für die Kinder. Und in beiden wird etwas erzählt von der Auferstehung. Würdest du mal die Geschichte lesen aus der Kinderbibel? Na klar. So. Als der Sabbat vorbei ist, kommen die Frauen zum Grab. Sie wollen Jesus salben. Das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden von Tod. Er lebt, sagt es seinen Jüngern.
Und hast du alles verstanden, was da steht? Also von Jesus, dass er auferstanden ist und dass er nicht mehr da ist und dass er lebt? Nö, wenn er auferstanden ist, dann ist er nicht mehr da. Das verstehe ich. Aber wo ist er dann? Gute Frage. Wo ist er dann? Ich habe da eine Idee. Ich habe einen Kollegen, den Ralf, und den könnten wir ja mal anrufen. Und wir fragen ihn einfach mal, ob er eine Ahnung davon hat, wo Jesus denn sein könnte, wenn er lebt. Wollen wir es machen? Okay, dann rufen wir den Ralf an. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Ralf, ich grüße dich auch. Du, ich bin hier mit Nelly in der Kirche und wir suchen Antworten auf eine Frage, nämlich wo sich unsere Toten eigentlich befinden. In der Bibel haben wir gelesen, dass Jesus der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und nun fragen wir uns, wo er ist und überhaupt, wo wir denn nach unserem Tod eigentlich sind. Und da dachte ich mir, du kannst uns da bestimmt weiterhelfen. Da bin ich nicht so sicher. Auferstehung, das ist eine schwierige Frage. Denn beweisen lässt sich das alles nicht. Und auch die Theologen sind sich nicht einig. Die einen sagen, das Grab ist leer, so wie es in der Bibel steht. Die anderen meinen, das leere Grab ist nicht so wichtig, das muss man eher übertragen verstehen. Also so zum Beispiel die Frauen, ja? Die Frauen sind ein Symbol für alle Menschen, die auf der Suche sind. Ein Versuch, das zu deuten. Oder der Engel. Der Engel ist ein Symbol für das Wort des Lebens, das an uns gerichtet wird. Da gibt es eine schöne Formulierung vom Origenes, der ja nun wirklich zu den ganz alten Kirchenvätern gehört. Der sagt, die Engel sind durch das Licht der Wahrheit blitzende Wort. Ist das schön, oder? Naja, und das leere Grab, das soll sagen, auch der Tod konnte Jesus nicht in die Vergangenheit stoßen. Paul Tillich. Er ist immer noch gegenwärtig. Aber wenn ich das alles so vor meinen Augen erstehen lasse, ich habe das Gefühl, die Bücher wissen es auch nicht. Und vielleicht findet ihr ja auch noch mehr Antworten oder andere Antworten. Dafür alles Gute. Danke, lieber Ralf. Und ich danke dir auch für deine Antworten, die du uns gegeben hast. Und dann ein gesegnetes Osterfest. Ja, macht's gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Tja, Nelly, ob uns das jetzt weiterhilft, hast du alles verstanden, was der Ralf da gesagt hat? Nö, war ganz schön kompliziert. Ich weiß immer noch nicht, wo Jesus und die Toten hin sind. Da hast du recht, das ist wirklich kompliziert. Das, was in der Bibel steht, ist rätselhaft. Und das, was die Theologen da sagen, das ist ganz viel, aber auch nicht eindeutig. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weitersuchen nach Antworten. Ist ja auch Ostern. Hast du Lust? Ja, na klar. Na dann suchen wir noch weiter nach Antworten. Komm, lass uns gehen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you.
Wisst ihr vielleicht, wo die Toten sind? Ich habe da eine Idee. Also ich glaube ja, die liegen auf den Wolken und schlafen. Also ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, die gestorben sind, leben noch weiter. Gott fädelt sie wie Perlen auf eine Kette und die hängt er sich um. Oder die tot sind, leben in unserem Herzen weiter und bringen uns ja vielleicht Glück. Also, vielleicht kennst du ja die Serie Miraculous Ladybug. Und da gibt es doch diese Kwamis, die einem magische Kräfte verleihen. Und vielleicht hatte Jesus solche magischen Kräfte und hat sich damit aus dem Staub gemacht. Ach, wer kommt denn da? Oh, Frau Triebel, ja. So schön, Sie zu sehen. Danke. Ich vermute, Sie besuchen wieder das Grab Ihres Mannes. Ja, es ist ab und zu ist es doch dran. Ja, und du, Nelly, wie kommst du denn hierher? Wir fragen uns, wo die Toten sind. Weißt du, wo dein Mann überhaupt ist? Ich weiß es. Wirklich, ich weiß es. Ich glaube es. Guck mal, mein Mann ist nämlich bei Jesus. Der ist von ihm geholt worden in den Himmel zu Gott. Dem Allmächtigen. Ich kann das auch nicht richtig beschreiben, aber für mich ist es ein ganz großes Geschenk, dass ich mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn gemeinsam mit Frau Pfarrer am Bett stehen durfte und Abschied nehmen konnte. Und wir haben das Amen gesprochen und riss der Himmel auf und ein Sonnenstrahl fiel über ihn, über sein Bett. Dauerte gar nicht lang, war es wieder zu. Und da sagte noch Frau Übach so schön zu mir, jetzt ist er wirklich zu Hause. Und seitdem ist mir eigentlich auch so Regenbogen und Sonne, Aufgang und Untergang, alles so wichtig. Immer ist das für mich ein Gruß aus dem Himmel von meinem Mann. Der lebt noch dort oben. Hier haben wir bloß seine Hülle zur Erde gebracht. Das ist weg. Da ist nichts mehr davon da. Aber seine Seele lebt doch noch. Die ist doch noch da oben. Und das glaube ich wirklich. Mensch, Nelly, ja. Das ist ja eine tolle Vorstellung, dass wir dann bei Gott sind. Und in der Bibel steht es ja auch geschrieben, dass wenn wir die Geschichte lesen und wenn wir die Geschichte von der Auferstehung der Toten in unserem Herzen tragen und das glauben, dass wir dann eine schöne Hoffnung haben. Oh, happy day! When Jesus born, when Jesus.
Also ich glaube ja, man kann die Auferstehung gar nicht erklären. Das ist viel zu groß, das können wir nicht fassen. Und deshalb ist es gut, wenn wir sie uns in vielen verschiedenen Bildern vorstellen, so wie ihr das gemacht habt. Und die Bilder und die Ostergeschichte, die haben ja eins gemeinsam. Jesus und die Menschen, die gestorben sind, die sind nicht einfach weg. Sie sind irgendwie noch da, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, wie. Also ist der Tod gar keine Endstation. Das Grab ist leer, das Leben geht weiter. Anders, aber es geht weiter. Also nicht tot und aus, sondern tot und weiter. Anders eben. Man sagt ja, dass die Angst vor dem Tod die tiefste Angst ist, die wir Menschen haben. Und dass fast alle unsere Ängste irgendwie damit zusammenhängen. Wenn jetzt also der Tod gar nicht mehr so endgültig ist, dann müssen wir gar nicht mehr so viel Angst haben. Was würdet ihr denn alles machen, wenn ihr keine Angst haben müsstet? Wie würde ihr Leben aussehen, wenn sie keine Angst mehr haben müssen? Oder zumindest nicht so viel? Ich glaube, mit der Auferstehung ist es so wie mit der Liebe. Man kann sie nicht erklären, aber sie ist trotzdem da. Wir können sie fühlen. Und ihr habt das ja auch gefühlt, dass eure geliebten Menschen noch da sind. Und die Freunde von Jesus, die haben das auch gefühlt. Also müssen wir die Auferstehung gar nicht in den Kopf kriegen, sondern ins Herz. Wir müssen sie fühlen. Und ich glaube, das kann man. Wenn man diese ganzen Bilder in sich hat, dann kann man die Angst ablegen. Dann atmet das Herz auf. Das ist ein bisschen ein inneres Auferstehen. Und dann können wir aufstehen gegen die Ängste, die uns immer so klein halten. Dann können wir aufstehen gegen das Tödliche in der Welt. Dann können wir aufstehen in ein neues Leben. Mutig, furchtlos, befreit. Das ist Auferstehung, glaube ich. So eine innere Freiheit. Wer das gelesen hat und im Herzen hat, der braucht sich nicht mehr zu fürchten. Echt. Weißt du, Nelly, das ist das Beste an dieser Geschichte. Drei Dinge. Wer die Geschichte liest, wer sie im Herzen trägt und daran glaubt, der braucht sich nicht mehr zu fürchten. Auf uns wartet nicht der Tod, sondern das Leben. Wer das liest und ein Herzchen trägt, braucht sich nicht mehr zu fürchten. Das gehe ich jetzt meinen Freunden sagen.